Willkommen zurück zu The Talos Principle. Wir sind hier in einem Aufzug und wir sind im... Du hast dich als würdig erwiesen, mein Kind. Und dieses Tor soll dir nun auf ewig geöffnet bleiben. Suche nun die anderen Welten, die ich dir gegeben habe, als dass du noch größere Herrschaft erlangen und deiner Art Ehre erweisen mögest. Aber vergiss nicht, den großen Turm darfst du nicht besteigen, denn dieser wird dir nur Tod und das Ende deiner Linie bringen. Ja, bin ich jetzt schon im nächsten Gebiet oder was? Ich habe doch noch voll viele Puzzle da unten gar nicht gemacht. Verrückt. Ach nee. Wenn ich jetzt da reingehe, dann sterbe ich. Alles klar. Hä? Ja, aber ich habe da noch voll viele Puzzle noch gar nicht gemacht. Was ist denn das für ein Puzzlespiel, wo man so schnell hier vorankommt? Zurück. Ich will ja schon alles lösen. Wo war ich denn? Habe ich die 4 gemacht? Nee, ich habe noch nicht mal die 4 gemacht. Ui. Diese Welten und wir mit ihnen wurden aus Worten erschaffen. Verborgene Worte, für dich nicht sichtbar und doch Teil aller Dinge. Wir sind eine Geschichte. Deine Taten hauchen ihr Leben ein und die Geschichte gibt deinem Leben einen Sinn. Ich habe einen geheimen Pfad gefunden. Und eine fliegende Pflanze. Diesen Sprung schaffen kann? Ja. Ich wette, ich sterbe, wenn ich abstürze. Und dann spult der Kerl wieder zurück. Ach, war ja jetzt überhaupt kein Secret hier. Ey, ich wusste es. Oh, mein Bonusprofil ist fertig. Na gut, ich lass mal runter. Oh Gott, habe ich jetzt viel Zeug hier. Psychologisches Profil. Bla 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 bla. Jede Menge Gelaber. So typisch für so ein Profil. Benutzer hat versucht, sowohl die Freiheit als auch die Lebensqualität zu maximieren, obwohl diese Ideale inkompatibel sind. Hä? Kollegen, Kontoberechtigung. Da ihr Konto noch offene Bemerkungen aufweist, kann ihnen zurzeit kein Administratorstatus gewährt werden, obwohl sie viele Charakterzüge einer Person aufweisen. Bitte genießen Sie in der Zwischenzeit die Basisfunktionalitäten Ihres Kontos. Im Moment kann ich mich nochmal, ich möchte nochmal. Ja, da, ich hab... Das ist ja menschlich. Anfänge, Mailfehler, Fortschrittsrep 1. Alles wurde zur EL-Anlage transferiert. Bla 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 bla. Das Jeff-Gebäude wird hinter sich gelassen, weil es zu schwerwiegenden Stromausfällen kommen könnte. Arcadis Team arbeitet bereits. Bla 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 bla. Ihr müsst euch wenig Gedanken machen.
dass sich die beiden Teams in die Quere kommen könnten, denn die Anlage ist wirklich gigantisch. Das stimmt. Nadja war das. Anfänge. Wieder was Philosophisches. Aha. Mhm. Aha. Sokrates und so weiter. Weiß, dass er nichts weiß. Interessiert mich alles nicht. Mailfehler. Ja, nee, ist klar. Tschüss. Wo sind die Puzzle? Wo sind die Rätsel? Ich möchte doch hier Rätsel lösen. Ich bin hier zum Rätsel lösen. Siehe, ich bin Elohim und meine Stimme befiehlt der Dunkelheit hinfort. Das wäre beeindruckender. Überzählige Daten gelöscht. Was? Das wäre beeindruckender, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass er die Dunkelheit selbst herbeigeführt hat. Schieb es weiter. Und das braucht so ein Ding, was ich freigeschaltet habe, offensichtlich. Oder so. Nee? Weiß ich nicht. Das hier ist neu. Da ist ein Teil dahinter. Ach nee, guck mal, da haben wir es doch. Ah, noch so eins. Und da dreht sich was? Okay. Ich habe so eine Ahnung, wie das funktioniert. Connea, natürlich. Connector. Für ein weiteres Ziel richten. Verknüpfen. Oh. Ich nehme mal an, blau zu rot ist falsch, aber das ist so verlockend. Also ich kann drauf schießen. Das klappt. Okay. Ich habe eine Verbindung hergestellt, aber wo ist die rote Energiequelle für das rote Tor? Da ist ein Stern dahinter. Da ist ein Stern dahinter. Da ist ein Stern. Ich bin so begeistert. Okay, ich denke, ich brauche eine rote Energiequelle. Das habe ich doch schon richtig verstanden, oder? Vielleicht kriege ich die irgendwie von außerhalb dieses Gebiets. Ich habe jetzt hier nichts Rotes gesehen. Das kann man ja eigentlich nicht übersehen, oder? Das war ja groß und leuchtend. So, ich bin da ja skeptisch. Gucken wir uns mal weiter um, ob wir anderswo eine rote Energiequelle finden. Kann man die auch durch die Türen hindurch schießen? Verzweige es. Ach so. Ein Ding macht zwei Teile auf. Okay. Ah ja, ich kann also quasi beliebig viele Ziele damit beschießen. Das war aber auch wieder ein blauer Strahl. Aber allein, dass das Ding da oben auf der Mauer steht, ist schon für mich so ein Hinweis, dass man es vielleicht irgendwie in einem anderen Puzzle verwenden kann.
bräuchte aber eine rote Energiequelle. Kreuze die Strahlenlicht. Ah ja, hier ist die rote Energiequelle, die ich gesucht habe. Ah. Oh. Oh, okay, die löschen sich gegenseitig aus. Ich müsste die also beide aktivieren, ohne sie zu kreuzen. Das wirkt eher schwierig. Kann ich denn hier... Ah, dann treffen die sich in dem Connect und der geht ziemlich kaputt. Okay. Ich habe zwei von denen, ha? Huh? Immer wenn ich verzweifle, erinnere ich mich daran, dass am Ende dieser großen Pilgerfahrt ewiges Leben in der Erinnerung des Gestalters erwartet. Das ist all die Motivation, die ich brauche. Ein Leben, in dem nichts anderes getan wurde, als die Rätsel dieses Ortes zu lösen, wäre ein Leben, dem alle Dinge von Wert fehlen. Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass andere nach uns diesen Pfad beschreiten werden. Und wir müssen ihn besser beschildert zurücklassen, als wir ihn vorgefunden haben. Ach echt? Ist es jetzt eine Beleidigung, dass ich hier nur Rätsel lösen möchte und keine Lust habe, Schilder zu pflanzen oder was? Lass mich in Ruhe. Blödes Spiel. Ich würde es gerne oben auf die Mauer setzen. In dem anderen Puzzle hat das doch auch funktioniert. Aber das kann ich wohl nicht. Kann ich den anderen sehen, der da oben auf der Mauer stand? Hm. Okay, ich muss ausprobieren, ob ich aus dem Ding rausschießen kann im Prinzip. Bräuchte ich aber erstmal ein Ziel. Immerhin ist die Steuerung eingängig. So, kann ich das jetzt sehen aus einem der anderen Gebäude? Das könnte funktionieren, da habe ich ein gutes Gefühl bei. Das ist blöd, ich komme da nicht raus. Ah, ich kann so rum raus, ja. Das geht. Geht das? Nee, das geht auch nicht. Ich kann das Ding nicht mitnehmen. Ah! Diese blöde Tür da. Brauche ich einen Weg, mich daran vorbeizumogeln? Ich komme wieder. Ich bin noch nicht fertig. So, probieren wir es erstmal von hier drüben aus. Überall den. Okay, also hier haben wir doch schon mal was. Na, ich kann das nicht sehen. Das ist verdeckt. Aber von dem anderen Ding aus konnte ich es eigentlich sehen. Nur diese Bildfehler hier.
Okay, wir haben ein rotes, das muss zum roten, wir haben ein blaues, das muss zum blauen. Und wir haben ein Problem, weil wir das clever machen müssen. Sagte ich Problem? Ich meinte kein Problem. Hier kann ich auch nicht das Teil aus dem anderen Puzzle sehen, oder? Oder? Nicht so richtig. Oh, das geht. Ah, so knapp. Okay, wir brauchen das hier und müssen das dann den hier verknüpft, vielleicht hier. Ah, so knapp. Geht das durch? Ich meine, die Linie war zu sehen. Die Linie ist zu sehen. Ich guck's mal nach. Nope. Ah, das muss aber hinzukriegen sein. Das ist doch die letzte Lösung. Das trifft wieder die Wand. Ah! Oh. Es muss doch eine Position geben, aus der das funktioniert. Ah, ich kann das durch die Wand sehen, das ist schön. Trifft schon wieder die Wand. Das ist doch mit Absicht, das ist doch genauso gemacht, dass das gerade nicht reicht. Oh! Ich hab's! Sehr gut. Jetzt müssen wir das hier nochmal umstellen. Das muss dann nach ganz hier außen. Und dann. Ach nee, jetzt komme ich hier natürlich noch nicht durch. Ist das lediglich da hinten offen? Ah, das gibt's doch nicht. Ich kann das auch nicht neu verknüpfen da oben.
das wird das Übliche sein, dass ich hier ja nicht durchkomme. Ich hätte irgendwie die Hoffnung, dass das Ding auch die Tür hier. Ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, Mist, dann habe ich weiterhin keine Möglichkeit, da durchzukommen. Ich habe noch mal kurz rumgesucht und als ich mich im Land etwas umgeschaut habe, habe ich Folgendes entdeckt. Hier oben auf dieser Säule gibt es auch so ein Ding, so ein Connect. Das habe ich nicht gesehen gehabt bis jetzt. Also meine Idee war schon ganz richtig, nur ich habe den falschen Connector versucht zu benutzen. Ich kann von hier aus da hochschießen, auf diese Spitze. Das habe ich jetzt schon eingestellt. Das heißt, jetzt können wir uns den Stern holen. Ach, das habe ich jetzt aber auch. Da habe ich sehr viel Zeit drauf verschwendet, das anders zu machen, weil ich dieses Ding da nicht gesehen habe. Aber es hat er sich einfach in der Welt versteckt. Dann ist die Sache jetzt nicht mehr so schwer. Es hat jetzt auch überhaupt nicht lange gedauert, das zu finden, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Das ist echt der Moment, wo ich mich anderswo umgeschaut habe, ich das Ding entdeckt. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann, und weil es so schön war, als Bonus noch das zweite, was ich entdeckt habe. Und zwar gibt es hier am Ende, das hätte man so entdeckt. Das ist jetzt kein besonderes Geheimnis. Aber hier am Ende gibt es einen Teleporter oder sowas. Eine Aufnahme. Die Antwort, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist das Spielen. Jede menschliche Zivilisation in der Geschichtsschreibung hatte Spiele. Wir lösen Probleme nicht nur, weil es nötig ist, sondern auch, weil es uns Spaß macht. Sogar als Erwachsene. Gib einem Menschen ein verknotetes Seil und er wird es entwirren. Gib ihm Bausteine und er wird etwas bauen. Spiele sind ein Teil von dem, was uns ausmacht. Wir sehen die Welt als ein Geheimnis, ein Rätsel, weil wir schon immer eine Spezies von Problemlösern waren. Da hat sie recht. Okay, und ich sehe eine Abkürzung. Zurück zum Anfang. Ganz kurz ins Terminal schauen. Okay. Keine neuen Infos. Zurück zum Hub. Und dann können wir noch das hier einschalten. So. Mal kurz überlegen, wie kann man das am sinnvollsten? So wahrscheinlich. Die Box. Klassisches Puzzle-Element. Hey, hat Papa nichts zu sagen dazu? Zu schade. Okay. Dann wär's das für die Folge. Bis dann, tschüss!